Hallo, herzlich willkommen bei Mrs. Fluri. Heute zeige ich euch drei köstliche Smoothie Bowls. Ich liebe Smoothie Bowls, denn sie sind schnell zubereitet, gesund und total abwechslungsreich. Ich zeige euch heute eine gesunde grüne Variante, eine köstliche cremige Schoko-Variante ohne Banane und eine fruchtige Variante mit Erdbeeren. Ich zeige euch nun, wie das geht. Für die grüne Variante mit Kohl gebe ich als erstes meinen Grünkohl in den Mixer. Ihr könnt alternativ auch Spinat verwenden. Dazu gebe ich meine Milch. Ich verwende Mandelmilch. Ich möchte eine schöne grüne Smoothie Bowl ohne Kohlstückchen. Darum zerkleinere ich nun als erstes nur den Kohl und die Milch, dass diese schon mal zerkleinert sind. Dazu gebe ich die weiteren Zutaten, nämlich gefrorene Bananenstücke. Wenn ihr im Winter nicht zu kalt essen möchtet, könnt ihr auch eine frische, reife Banane verwenden. Sowie etwas Süßungsmittel. Ich verwende Ahornsirup. Dazu gebe ich noch etwas Avocado. Die Avocado verleiht der Smoothie Bowl gesunde Fette und macht sie herrlich cremig. Alles zerkleinere ich. So ist der Smoothie fertig püriert. Ich fülle ihn nun in eine Schale. Meine Smoothie Bowl dekoriere ich noch. Ich verwende heute Bananenstücke. Sowie Kiwi. Himbeeren und bestreue die Bowl noch mit Chiasamen. Fertig ist ein leckeres, gesundes Frühstück oder ein feiner Snack für zwischendurch. Für die leckere Erdbeerbowl verwende ich tiefgekühlte Erdbeeren. Die haben wir bei uns gepflückt, wie noch Erdbeerzeit war. Da habe ich ganz viele eingefroren. Die gebe ich in meinen Mixer. Ihr könnt natürlich auch beliebig andere Früchte verwenden und das Rezept abwandeln. Dazu gebe ich Kokosjoghurt. Wenn ihr keinen Kokosjoghurt zu Hause habt, könnt ihr auch Sojajoghurt oder zum Beispiel Quark verwenden. Etwas Milch, ich verwende Mandelmilch, zum süßen Ahornsirup. Zu den Erdbeeren passt sehr gut etwas Vanille. Ich habe keine gemahlene mehr, darum gebe ich etwas Vanilleextrakt dazu. Und für ein sättigendes Frühstück gebe ich in diese Bowl immer noch gerne Haferflocken. Alles zerkleinere ich. Das ist super schnell gegangen. Meinen Smoothie gebe ich wieder in die Schale. Meine Smoothie Bowl dekoriere ich wieder. Ich verwende Erdbeeren, Heidelbeeren, auf meine Bowl gebe ich noch etwas Granola und dekoriere die Bowl mit gehackten Pistazien. Sehr gut passen auch Cashewkerne oder Kürbiskerne. Fertig ist die leckere und gesunde Smoothie Bowl. Wenn ihr mir auf Instagram und YouTube schon länger folgt, wisst ihr, ich liebe Süßkartoffeln und bereite die immer schon vor und bewahre sie im Kühlschrank auf. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, das Meal Prep Video verlinke ich euch. Die süßkartoffelige Garde, die Stücke könnt ihr einfrieren, dann wird eure Smoothie Bowl wie eine Ice Cream.
Ich verwende jetzt aber einfach gekühlte, gekochte Süßkartoffelstücke. Die habe ich im Kühlschrank aufbewahrt. So wird meine Bowl lecker cremig, fast wie ein Pudding. Diese Bowl ist übrigens auch super, wenn ihr Bananen nicht gerne habt oder euch fruktosearm ernähren möchtet. Die gekochte Süßkartoffel gebe ich in meinen Mixer. Dazu gebe ich etwas Milch, ich verwende Mandelmilch. Zum Süßen gebe ich etwas Ahornsirup dazu, Kakaopulver, etwas pflanzliches Proteinpulver, somit wird die Bowl eine richtige Power Bowl. An Superfoods verwende ich wenig Pulver bei meinen Rezepten. Was ich aber sehr gerne zu schokoladigen Rezepten dazugebe, ist Maca. Maca ist eine Wurzel und die ist reich an Vitamin B, Calcium und Eisen. Sowie für die Cremigkeit und einen super leckeren Geschmack gebe ich noch etwas Mandelmus dazu. Das Ganze püriere ich cremig. Meine Bowl ist so schon fertig püriert. Schaut mal, wie cremig diese Süßkartoffel-Schoko-Bowl ist. Ein Traum. Das Ganze fülle ich in eine Schale. Diese Bowl ist herrlich auch jetzt im Herbst, denn die ist nicht so kalt. Die ist eher wirklich wie ein Pudding, die müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Die Smoothie Bowl ist natürlich viel schöner, wenn ihr sie dekoriert. Ich habe jetzt gerade frische Feigen entdeckt und gebe Feigenstücke auf meine Bowl. Sowie Brombeeren. Auf meine Schokobowl streue ich noch Kakaonips. Ein paar Cashewkerne gebe ich darauf. Sowie ein paar Johannisbeeren gebe ich ebenfalls auf meine Bowl. Zum Garnieren gebe ich noch etwas Tahini, Sesammus auf meine Bowl. Fertig ist die köstliche und gesunde Smoothie Bowl. Das waren die drei leckeren Smoothie Bowl Rezepte. Mein Favorit ist die Variante mit Süßkartoffeln. Die liebe ich jetzt im Herbst besonders. Die ist so lecker und nährhaft. Alle drei Rezepte mit den Mengenangaben zum Ausprobieren findet ihr auf meinem Blog www.mrsfluri.com. Der Link zum Rezept ist unten in der Infobox. Wenn ihr einmal eines meiner Rezepte ausprobiert, schickt mir unbedingt eure Bilder mit dem Hashtag Mrs. Fluri auf Instagram oder auf Facebook. Ich freue mich immer, wenn ich eure Kreationen sehe. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über Daumen hoch, so unterstützt ihr meinen Kanal. Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Mrs. Fluri.